Ja, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Neverwinter Nights. Wir haben noch ein paar Leuten hier auf dem Dötz zu hauen. Und immer noch auf der Suche nach Magiern, um auch die zweite Nebenquest noch abzuschließen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keine Lust hier überall reinzugucken oder sonstiges, denn ja, das ist eh das letzte Kapitel und hier erwartet uns soweit nur noch das Ende des Spiels eigentlich. Und ich habe schon an sich die beste Ausrüstung gefunden, die wir für uns hier nutzen können. Luskanischer Frostriese, Attacke. Moment, nicht Kältepfeil, bitte, sondern hier Frostpfeil, Feuerpfeil meine ich. Bei Frostriesen nehmen wir Feuer, weil Feuer mehr Schaden macht. Da ist schon ein Belagerungsgolem tot, sehr schön. Da geht's zurück zum Stadtzentrum. Luskanischer Kommandant. Sind eigentlich jetzt alle Belagerungsgolems schon tot? Scheint so fast. Wir haben jetzt hier nur noch einen einzigen Hauseingang. So wie das aussieht. Wenn sich hier oben jetzt nicht noch einer auftut. Nö. Und wenn da jetzt keine Magier drin sind, dann waren das alle. Gut. Na, mal schauen. Verlassenes Zuhause. Nö, hier sind keine mehr. Das dürften alle gewesen sein. Aber die nehmen wir natürlich noch mit. So. Erledigt sie. Oh. Dann kommen wir nämlich in die Burg zurück. Und Hedralin das Wort geben. Und damit dann uns der Morak stellen. So, schön. Ab ins Kriegsgebiet zurück. So. Laufen, 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 laufen. Komm, komm, lauf. Ah, in die Mondsteinmaske und in den Klingenhandel müssen wir. Ja. Gut. Denn da waren die Questgeber. So, da ist die Mondsteinmaske, da ist der Klingenhandel. Sehr schön, da laufen wir eben hin. Um damit dann. Gefolgsmanier, nervt man nicht immer wieder, kann man, dass man das immer wieder mitnehmen, hinnehmen muss. Ach nee, hier ist ja schon Eingang. Ja, und damit können wir dann danach nämlich uns schon auf den Weg machen. Da, Luke. Ich habe deine Schwester gefunden. Danke euch. Was für einen Umhang haben wir denn gekriegt? Schutzumhang plus 4. Nee, wir haben einen Bewegungsumhang, denn wir haben schon was zum Schützen. Aufnehmen. Hier reinpacken. Genauso wie den Gürtel, den können wir nämlich auch hier hinpacken. So. Okay. Wir gehen hier oben raus. Da sind wir hier am Klinghandel. Ups. Da bin ich gegen das Mikro gekommen. Man sollte sich auch nicht allzu schnell umdrehen. So, hier. Ja. Wir haben zwei Kriegsgolems. Wir haben zwei. Laut Berichte unserer Spionen hat Luskan II der Golemmeister mit in den Krieg gezogen. Einer kontrolliert die Golems auf der östlichen Seite des Schlachtkreises, der andere laut auf der westlichen. Okay, ich muss jetzt gehen. Wir haben die doch ausgeschaltet, beide. Wir haben beide Magier erledigt. Wieso können wir jetzt die Quest nicht abgeben? Interessant. Hm.
Komisch. Egal. Ist auch total irrelevant jetzt. So. Dann geben wir halt die Quest nicht ab. Wir haben, die ist zwar aktualisiert, wir haben beide Magier erledigt, aber es passiert nichts. Nun gut. Dann lassen wir das. Ich will jetzt auch nicht wegen der einen Quest hinrennen. Wir haben ja schon eine, die wir auch nicht abgeben konnten. Wir haben bis auf zwei Nebenquests, alle Nebenquests geschafft und absolviert und auch gefunden. Und das ist doch schon mal schön. Und das sind ja schon fast 100%. Ich sehe, ihr habt das Wort der Macht. Aber ihr seid zu spät. Morak ist zu stark. Sie hat sich von den Seelen der Pestopfer ernährt. Und durch Maugrims Rituale ihre Macht gestärkt. Nee, aufhalten nicht mehr. Kann ihre Rückkehr nicht mehr aufhalten. Nee, aufhalten nicht mehr. Nein, 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 nein. Aber wir können ihr ordentlich in den Arsch treten. Bald wird meine Herrin stark genug sein, um sich selbst ohne die Worte der Macht aus dem Quellenstein befreien zu können. Ja, ja, komm, hau raus, was können wir tun? Ich bin nur eine Sklavin der Worte. Ich kann gegen die wachsende Macht meiner Königin nichts ausrichten. Aber euch kann noch gelingen, wobei ich versagt habe. Ihr könntet in den Quellenstein selbst eindringen und Morak entgegentreten, ehe sie ihre gesamte Macht wiedererlangt hat. Ihr könntet sie zerstören. Ehe sie die Alten erweckt. Okay, Quellenstein betreten, Morak an Arsch treten, machen wir. Beeilt euch, jede. Jap, 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 jap. Also runter den Quellenstein rein, der Morak in den Hintern treten, Niewinder und Welt retten. Klar, machen wir. Kriegen wir hin. Läuft. So, was haben wir denn hier Schönes? Die Kisten gucken wir uns doch mal an. Das ist jetzt okay. Heilertasche plus 6. Ist gebonkt. Nehmen wir mit. Das ist der Quellenstein. Cool. Cool, cool, cool. Cool, cool. Ja, fuck ja. Eine Goldhalskette, super. Die bringt uns jetzt auch gerade so viel. Ah, aber die Heilertasche bringt uns was. So, komm schon. Wir werden ja hier bestimmt nicht so friedlich sein. Hier wird doch bestimmt irgendwo was sein. Das kann nicht so ruhig bleiben. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Absolut nicht. Hm, eine Falle. Hier ist ja so viel. Abgeschlossen. Jetzt benutze ich mal das Klopfen. Hier ist noch eine ganze Menge, was abgeschlossen ist. Oh ja, Schutzumhang plus 2. Einstecken. So. So. Dann können wir da nämlich zum Beispiel noch den Schnelligkeitstrank mal eben reinlegen wieder. Oh, schön. Tränke einstecken hier. Heiltränke und so. Das ist super, dass hier sowas gelagert ist jetzt gerade. Feuerbolzen bringen uns nichts. Die lassen wir hier. Esmeralda. Wer ist Esmeralda? Hallo. Schön, euch zu sehen. Ich muss den Quellenstein sehen. Fragen. Wo kann ich ihn finden? Auf Wiedersehen. Die weiß gar nichts. Machen wir hier auf hier. Wer bist du? Hallo. Okay, die werden labern uns alle nur mit dem Meister Ford dicht. Das ist ja Grüße, der Kollege Schnürschuh. Meister Ford. Ja, 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 ja. Wir müssen zum Quellenstein. Ja,
sie sind beim Quellenstein. Ach, auf Wiedersehen. Der labert uns nur dicht und hat keine Ahnung, dass wir inzwischen über den Quellenstein mehr wissen als er. Ach. So, Tür auf hier. Wir haben hier alles mit Klopfen geöffnet. Das ist schon ein bisschen entspannter hier. So. Wir ruhen uns erstmal nochmal eben schnell aus. Dann gehen wir zum Quellenstein. Und werden uns da drinnen dann zu Morak begeben. Uah. So. So muss das sein. Oh, hier, Tür auf. Ah, da ist noch ein Fass. Gold, als ob uns das jetzt... Nehmen wir mit, aber als ob uns das jetzt was bringen würde. Okay, hier sind die Worte der Macht. Eins fehlt noch und das ist das hier. Wo haben wir das? Da ist es. Und damit werden wir nun den Quellenstein betreten können. Oh. Quellenstein, Heiligtum. Und wir kriegen gleich ein auf den Dötz hier von den Krieger der Alten, die gewaltig ein draufsetzen wollen. Das finde ich gerade nicht so schön, dass wir jetzt sofort schon von denen so einen auf den Dötz kriegen. Komm schon. Ich möchte nicht gleich nach dem Betreten den Quellenstein wieder verlassen müssen. Das war jetzt nicht nett. Das war nicht schön. Böse. So, ausruhen bitte. Wir werden uns diese Truhen einmal in Ruhe anschauen. Aha. Verschlossen, verschlossen, verschlossen. Ja. Gut. So, hier werden wir aber den Quellenstein in der nächsten Folge uns genauer anschauen. Und bis dahin, gehabt euch wohl.